Das Fraunhofer IAB, nur kurz zur Ergänzung, ist das Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau, eins der 67 Fraunhofer Institute, das aber auch eine eigene Abteilung hat für Fraunhofer interne Dienstleistungen. Und wir sind sowas wie der zentrale Publikationssupport, ein zentraler Dienstleister. Ich möchte Ihnen heute erzählen, wie wir bei Fraunhofer mit dieser Forderung umgehen, Publikationen, die im Rahmen von EU-Projekten entstehen, künftig im Volltext auf der Plattform Open Air nachzuweisen. Dazu denke ich, dass ein sehr kurzer Überblick über Fraunhofer und unsere Infrastruktur sinnvoll ist und auch die Frage, wie Fraunhofer zu EU-Projekten steht und dann auch schon ein paar Details, wie wir diese Anforderungen denn am besten umsetzen. Fraunhofer Gesellschaft geht zurück auf unseren Gründer Josef von Fraunhofer. Er hat es aus sehr einfachen Verhältnissen zum Forscher, Erfinder und Unternehmer gebracht und ist in seiner von ihm geleiteten Glashütte in Benediktbeuren wurden Mikroskope, Lupen und astronomische Teleskope erfunden und mit sehr hoher Präzision hergestellt. Daher also die Nähe zur Anwendung, zur direkten Nutzen in Industrie und Wirtschaft. Heute ist Fraunhofer die größte Forschungsorganisation für angewandte anwendungsorientierte Forschung oder Auftragsforschung in Europa. Das sind unsere aktuellen Forschungsfelder. Ich lese sie nicht alle vor, sondern nur ein bisschen illustrieren. Fraunhofer hat 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 67 eigenständige Institute und Forschungseinrichtungen. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie ein bisschen angedeutet unser Finanzierungsmodell, das 70% des Budgets aus Industrieaufträgen und öffentlich finanzierten Forschungsprojekten kommen und dann 30% der Finanzierung als Grundfinanzierung aus Bund und Ländern hinzukommt. Sie sehen auch das Forschungsvolumen in 2013. Ja, zu unserer, die Landkarte, damit Sie einen kleinen Einblick bekommen. Jedes Institut hat eine sehr enge Bindung an eine Hochschule, Universität und eine eigene, meist eine eigene Fachinformationseinrichtung. Also wir haben keine zentrale Bibliothek, sondern 60 plus kleinere und größere Bibliotheken. Es gibt die benannte Funktion des Fachinformationsmanagers bei Fraunhofer. Er oder sie ist verantwortlich für die Versorgung der Wissenschaftler und seines Institutes mit Fachinformationen und in zunehmendem Maße auch oft mit Publikationsunterstützung und Publikationsberatung betraut. Das ist relevant für Open Air, für die Umsetzung, da es um Publikationsmeldung geht und auch um die Anreicherung der entsprechenden Publikationen mit den relevanten Daten, welches EU-Projekt, in welchem Rahmen wurde diese Publikation getätigt. Ja, die Fachinformationsmanager haben oft auch weitere Zuständigkeiten. Das ist je nach Institut sehr unterschiedlich. Wichtig ist nur, dass diese Position wirklich auch eine benannte Position in einem Institut, in jedem Institut ist. Mit dem Thema EU-Projekte und Publikationsanforderungen wurden wir konfrontiert, so etwa Mitte der Laufzeit des Forschungsrahmenprogramms FP7, das Pilotprojekt Open Air soll dafür sorgen, dass Forscher und Wissenschaftler, die publizieren im Rahmen dieser EU-Projekte, einen Best Effort anstrengen, um eben auch die Publikationen Open Access nachzuweisen. Ja, und das wissen Sie sicherlich alle, dem jetzt angelaufenen Folgeprogramm, dem Programm Horizon 2020, also das 8. Forschungsrahmenprogramm der EU, ist der Nachweis von Open Access, von Publikationen, die im Rahmen der geförderten Projekte stattfinden, Pflicht. Und zwar sollen die auf der Plattform Open Air nachgewiesen werden. Für Fraunhofer ist die Teilnahme an EU-Projekten sehr wichtig. Die FP7-Forschungsrahmenprogramm, da war Fraunhofer in der einen oder anderen Weise an über 1000 Projekten beteiligt. Und dieser Pilot, dieser Open-Air-Pilot, der betraf rund 90 Projekte.
Und ja, das kann ich, glaube ich, kurz halten. Ich denke, den meisten wird das bekannt sein. Open Air steht für Open Access Infrastructure for Research in Europe. Das ist ein gestartet als eigenes Forschungsprogramm, als eigenes EU-Programm im Rahmen des FP7-Programms und diente dazu, die Infrastruktur für diese Open Access-Nachweise auch erstmal aufzubauen und ein Repositorium bereitzustellen. Und ja, inzwischen, denke ich, ist es auch größer geworden und wichtiger geworden. Mein Eindruck ist, Open Air versteht sich auch mittlerweile so als europaweiter Informationsdienst zu allen forschungsgeförderten Projekten und bietet mittlerweile natürlich auch Hilfestellung an, wenn Organisationen, die EU-Projekten mitmachen, kein eigenes fachliches oder institutionelles Repositorium haben. EU-seitig ist das jetzt so verankert, es gibt für bestimmte Themenfelder eine sogenannte Special Clause, das finden dann die Antragsteller in den sehr umfangreichen Förderanträgen und dort, das sehen Sie hier auf der rechten Seite, da ist so ungefähr in der Mitte des Textes der Wortlaut, dass die Beneficiaries are required to make their best efforts, um die Publikationen nach einer sehr kurzen Zeit, schon nach 6 Monaten Open Access bereitzustellen. Wie gesagt, das galt für nur einige EU-Projekte und Themenfelder in dem FP7-Programm und ist Pflicht für alle Horizon 2020-Projekte und die Publikationen, die dort entstehen. Bei Fraunhofer ist die Ausgangslage eigentlich recht günstig. Wir haben eine zentrale Publikationsdatenbank seit 1980, die Fraunhofer Publica. Es gibt eine, ja, nicht sehr scharfe, aber schon eine formulierte Policy, die auch eine Meldepflicht für alle Publikationen aller Fraunhofer Wissenschaftler aus allen Instituten an dieses Repositorium verlangt. Und ein Teil der Publika ist seit 2006 ausgebaut als Open Access Repositorium. Das ist das Fraunhofer ePrints. Das ist also physikalisch, das ist eine Sicht auf die Publika, ist aber auch DINI zertifiziert. Sozusagen haben wir die Landschaft schon in place sozusagen. Wir haben einen zentralen Publikationssupport. Das sind 1,6 Wissenschaftlerstellen, die sich um zentrale Beratungsdienste kümmern können und Informationen verteilen können. Und es gibt den Fachinformationsmanager, wir kürzen das oft mit FIM ab, das ist ein bisschen einfacher, an den Instituten. Man könnte also sagen, dann kann das ja nicht so schwer sein. Allerdings haben wir jetzt eine Situation, wo wir eine bislang unklare Anzahl von Publikationen aus 67 Instituten, etwa 90 EU-Projekten zuordnen wollen und die meisten EU-Projekte sind ja schon im Auslaufen oder im fortgeschrittenen Zustand und dort haben wir jetzt überlegt, was können wir da machen. Bei Horizon 2020 wird das Ganze sowieso Pflicht. Machen wir so eine Art von Nachmeldeaktion, zeigen wir unseren Best Effort und schauen wir mal, wie gut wir das jetzt schon schaffen, was müssen wir eigentlich machen. Ganz klar war, erforderliche Maßnahmen, die Infrastruktur muss angepasst werden. Also wir haben Erfassungsworkflows, wir haben Datenbankfelder, wir haben einen bibliografischen Satz, also einen Satz von bibliografischen Daten, der in der Publika abgebildet wird. Da fehlt anscheinend ja auch noch was und wichtig ist dieses, was ich eben schon sagte, wir müssen irgendetwas herausfinden, welche Publikationen melden wir denn jetzt dahin, also haben wir die Fachinformationsmanager, aber auch noch eine völlig neue Gruppe von Personen, EU-Koordinatoren, EU-Projektleiter, da ist Vernetzung ein sehr wichtiger Handlungsbereich, da müssten wir also überlegen, wie kriegen wir die Leute aktiviert und miteinander in Kontakt gebracht. Was wir auch denken, Schulung und Bereitstellung von Informationen, das kann gar nicht hoch genug aufgehangen werden, weil dieser gesamte Themenkomplex EU-Regularien, was muss ich als Institut, als Projektgruppe tun, um an einem Projekt der EU geförderten
Seite mitzumachen. Das ist ja schon komplex genug. Und jetzt werden die Autoren noch konfrontiert mit Grüner und Goldener Weg und der ganzen Zweitveröffentlichungsthematik. Und das ist schon, also, das ist schon eine Menge Informationen, die man da bereitstellen möchte. Und da muss man eben gucken, wie kann man das so sortieren, dass es nicht einen erschlägt. Ja, zu den technischen Anpassungen habe ich schon kurz erwähnt. Wir brauchen 4 neue Projektfelder, Funder, Projektnummer, Fördernummer und den Projektkurznamen. Und da spielen auch einige Meldeworkflows mit hinein, überall, wo diese neuen Metadaten erfasst werden müssen. Bei uns gibt es 4 verschiedene Meldewege. Hier steht Bibliothekskatalog, das ist ein kleiner Fehler. Gemeint ist das Bibliothekssystem, was die Bibliotheken vor Ort nutzen. Da werden nämlich alle erfassten Eigenpublikationen in einem Institut auch verwaltet, sodass sie im Institutsbibliothekskatalog angezeigt werden können. Hat sich hier ein kleiner Fehler eingeschlichen. Dann gibt es mit verschiedenen Instituten unterschiedliche Meldeworkflows über Schnittstellen wie XML und dergleichen. Wir haben ein elektronisches Meldeformular in unserem Intranet, wo auch vielleicht der Autor selber seine Publikation melden kann. Dann machen wir immer nachträglich noch Abgleiche mit Web of Science und Scopus. Also diese 4 Sammelpfade müssen wir alle so anpassen, dass jetzt die ganzen EU, ich sag mal, die 4 Metadatenfelder überall immer wieder nachträglich mitgeliefert sind und künftig bereitgestellt werden. Bei der Vernetzung intern, Fraunhofer intern, sind wir, denke ich, auch ganz gut aufgestellt. Es gibt eine zentrale Abteilung, der Fraunhofer Abteilung in München, die für den gesamten Themenkomplex EU-Projekte zuständig ist. Wie gesagt, die Fachinformationsmanager an den Instituten. Und es gibt ein Netzwerk, ein Fraunhofer internes Netzwerk, was diese ganzen EU-Koordinatoren und EU-Projektleiter lose miteinander verbindet. In Brüssel gibt es ein Fraunhofer EU-Büro, was dann von diesem Fraunhofer Netzwerk zur EU den Kontakt hält und da versucht, möglichst Nähe zu schaffen. Unsere Fachinformationsmanager sind organisiert durch einen Sprecherkreis, die halt auch strategisch und Impulse setzen können, welche Aktionen wichtig sind und notwendig werden. Ganz wichtig war in der Aktion auch die Zusammenarbeit mit den Open-Air-Verantwortlichen, insbesondere die Kollegen in der Uni Bielefeld. Das war sehr gut, dass es da auch wirklich einen direkten Ansprechpartner gab, wo man eben Nachfragen stellen konnte. Information der Wissenschaftler, denken wir, ist wirklich sehr wichtig, erwähnte ich bereits. Hier geht es um die EU-Anforderungen zu Publikationen, Open Access im Allgemeinen. Das ist auch wirklich bei vielen jetzt tatsächlich noch ein neues Thema. Es hat man noch mal eine neue Klientel quasi vor Ort entdeckt und grüner und goldener Weg. Also da müssen Sie nicht meinen, dass das schon alle sitzen haben und wissen, was das ist. Also das muss man teilweise wirklich noch mal von Anfang an erläutern. Die rechtlichen Bedingungen, das neue Urheberrecht, Zweitveröffentlichungsrecht und so weiter, das muss auch noch mal erläutert werden. Und natürlich die Multiplikatoren müssen das noch mal auf einer höheren Ebene verstehen, wie das jetzt genau bei Fraunhofer funktioniert, was wir für Infrastruktur haben. Da sind auch noch mal Klassen von Informationen, die Multiplikatoren halt noch mal verstehen müssen. Was haben wir dann gemacht? Es gab verschiedene Vorträge, erstmal nur zur Information auf diesen Netzwerktreffen des EU-Netzwerkes. Und ein wichtiges, das war, ich glaube, im Februar, März, April, eine Fraunhofer EU-Roadshow zu Horizon 2020. Das waren 10 Eintagesveranstaltungen an großen Fraunhofer-Zentren. Also 10-mal sind die Leute da durch die Lande gereist und haben dort Hintergründe und Details erklärt und in jedem dieser Vorträge gab es, in jedem dieser Tage gab es einen Dreiviertelstunden-Vortrag zum Thema Publikationsanforderungen, was ist Open Access und was sind die Anforderungen da und wie haben wir das bei Fraunhofer als Infrastruktur jetzt vorgesehen.
Einen besonderen Teil an der Informationsbereitstellung haben wir für die Fachinformationsmanager natürlich vorgesehen. Hintergrundinformationen und verschiedene Checklisten. Jetzt Stück für Stück wird eine FAQ-Sammlung aufgebaut, um da eben wirklich auch Detailfragen, an die man vorher nicht gedacht hat, zu klären. Und an Materialien haben wir ein zentrales Element, das ist ein internes Wiki für alle Fraunhofer-Mitarbeiter offen. Da wird alles hinterlegt, also auch die Mails, die geschickt werden, werden dort nochmal separat abgelegt, weil im Mailordner verschüttet das oft. Wie gesagt, die Checklisten zum Vorgehen und verschiedene Newsletter, Beitrag in der Firmenzeitung. Also wir haben versucht, das möglichst breit aufzustellen. Ich zeige Ihnen mal kurz den Standard-Workflow, wie der Workflow vorher bei Fraunhofer aussah. Also das Institut oder der Fachinformationsmanager kümmert sich darum, dass die Publikation, die Information über die Publikation an die Publika gemeldet wird, über die genannten vier Wege. Und im Idealfall wird auch sofort abgeklärt, ob ein Volltext zur Verfügung gestellt werden kann. Wir bevorzugen den grünen Weg und das ist einfach günstiger und eben für die Forscher halt auch naheliegender in den etablierten Journals zu publizieren und dann eben dafür zu sorgen, dass ein Volltext auf dem grünen Weg bereitgestellt werden kann. Es hat es ein bisschen gesprengt, Entschuldigung, auf meiner Version sah es super aus, ich erkläre es kurz. Jetzt bei den EU-Projekten sieht es so aus, dass wir das eigentlich genauso belassen wollen, aber die Fachinformationsmanager in den Instituten dafür sorgen müssen, dass sie die Informationen zu den EU-Projekten mitliefern können, was wir dann in die Meldeworkflows, wo wir quasi Felder bereitstellen, sie melden es dann mit und wenn es in der Publika nachgewiesen ist, sorgen wir dafür, dass es dann an OpenAir, von OpenAir geharvestet wird, die korrekte Ausdrucksweise und dass die Volltexte von OpenAir zurück auf unser Repositorium weisen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man direkt Volltexte nach OpenAir einstellt. Das sehen wir aber nicht so positiv, weil ich zeige Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Das ist eine aktuelle Sicht. Die OpenAir-Plattform hat sich Anfang des Jahres mehrmals verändert. Also Sie sehen hier ein EU-Projekt, EO2Heaven, und Sie sehen dann auf der, erkennt man nicht gut, ich erzähle es Ihnen, ein paar Details zu diesem EU-Projekt, in welchem Rahmenprogramm, wer ist der Funder und so weiter, welche beteiligten Organisationen, und dann gibt es immer unten einen Reiter mit Materials und da der Reiter Publikationen, Publications, verweist dann, weist dann eine Publikation nach. Man sieht da auch ein Open Access Schlüsselchen, ein offenes. Klickt man dorthin, kommt man also zu uns in die Fraunhofer Publika und dort ist der Volltext abrufbar. Das sind ein paar Klicks, aber ein paar Klicks sind es immer und wir finden es wichtig, dass das wirklich auch bei uns in unserem Repositorium bleibt. Hier ist auch alles vorhanden, hier sind alle Projektinformationen, also Funder, Rahmenprogramm, Fördernummer und Projektname nochmal verzeichnet. Also ist alles in place sozusagen. Und ja, das Wichtigste an dieser Nachmeldeaktion war jetzt erstmal dieses alles bereitzustellen, dass wir da auch diese neuen Projektfelder reinbekommen. Da haben wir uns gedacht, naja, DFG, BMBF, die machen das bestimmt bald auch. Also die werden auch irgendwelche geförderten Projekte, Informationen dafür abrufen wollen. Dann haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, wie können wir die Struktur jetzt nur wirklich nur einmal anfassen und gucken, dass die Felder dann vielleicht auch compliant sind, sollte BMBF halt auch entsprechende Daten da auch mit abfragen wollen. Diese Workflows zu ergänzen, um diesen Teil der Publikationsmeldung, ist auch noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Das ist auch etwas, was so ein bisschen im Fluss ist. Viel Arbeit macht das Dokumentieren und dieses kontinuierliche Informationen bereitstellen.
Wichtig war es auch, dass wir auch wirklich zwei Pilotinstitute gefunden haben, die da jetzt auch schon sehr weit sind und sagen, wir haben schon Publikationen, die hatten wir schon gesammelt, das wissen wir auch. Und was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir das mit denen ausprobiert und auch noch angepasst. Dann konnte die Publika registriert werden als Repositorium bei OpenAir. Da gibt es so eine Liste von Compliance, die man da auch abchecken muss. Und da haben die OpenAir-Plattformverantwortlichen auch sehr gut unterstützt. Also vielen Dank dafür. Und jetzt ist es quasi so, dass wir den Instituten ein wenig überlassen, wie stark sie da jetzt nachmelden und wie stark sie da jetzt Detektivarbeit anstoßen, weil wir können nicht aus zentraler Dienstleistersicht sagen, ihr müsst das jetzt machen. Wir haben das jetzt quasi angekündigt mit verschiedenen Mailings und Aktionen und die Fachinformationsmanager an den Instituten kommen jetzt so Stück für Stück da mit ihren eigenen Methoden und mit ihren eigenen lokalen Netzwerken dann da in Gang und versuchen dann die Wissenschaftler dann zu identifizieren. Wichtig ist, sie bekommen dazu eine Liste der EU-Projekte. Das haben wir in unserem zentralen System vorliegen, dass man eben weiß, welche EU-Projekte sind an welchem Institut gelaufen, wer ist da der Projektverantwortliche. Aber weiter geht diese Information nicht. Es gibt da halt auch Datenschutzbeschränkungen. Da muss man also jetzt in die Detektivarbeit starten und mit den Projektverantwortlichen klären, wer hat denn da was veröffentlicht, welche Publikationen sind das denn? In 95% sind die schon in der Publika, da muss man sie nochmal aufrufen, die Daten nachvollziehen, also nachbessern, nochmal gucken, ob der Volltext zur Verfügung steht. Und da ist wirklich das Problem, wir haben eine sehr hohe Fluktuationsrate, sehr viele Wissenschaftler bleiben 2 bis 3 Jahre bei Fraunhofer, ist auch oft so ein Startpunkt in eine wirtschaftliche Karriere, Industriekarriere und da sind also sehr viele Wissenschaftler dann auch schon wieder in anderen Unternehmen beschäftigt und jetzt noch, weil das wirklich immer noch ein Requirement ist, der Autor muss einwilligen und der Verlag muss einwilligen, sonst kann man nicht einfach etwas hochladen. Da muss man doch schon ein wenig Detektivarbeit sammeln. Also ich bin da skeptisch, dass wir da wirklich eine volle Abdeckung erreichen. Auf jeden Fall ist das Publika-Team auf Seiten der Datenbank damit beschäftigt, jetzt eben zu schauen, was kommen da für Daten an. Und es sind halt auch nicht sehr einfache. Also ich zeige noch mal ganz kurz hier diese Fördernummern und Projektname. Also da gibt es teilweise auch unterschiedliche Schreibweisen, unterschiedliche Titel in Deutsch, Englisch, Französisch. Da gibt es also eine weite Range von Sachen, die da auch gemeldet werden, wo man sehr stark gucken muss, dass das auch möglichst compliant bleibt. Zwischenbilanz, Herausforderungen. Es gab sehr viele zeitliche Verzögerungen. Wir hätten es nicht uns so vorgestellt, dass es doch sehr aufwendig ist, die Infrastruktur anzupassen, die Dokumentation entsprechend anzupassen an allen Punkten. Und wir finden also, dass diese Bereitstellung der notwendigen Informationen, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn Sie da irgendwann aufhören, dann sind die Leute ja auch allein quasi auf weiter Flur, das ist schon sehr komplex und dafür gab es halt keine zusätzlichen Ressourcen oder jetzt ein extra Projekt, wo man sagte, ah, hier können jetzt auch 2 Leute mal extra sich damit beschäftigen und die Ressourcen, die zum Beispiel für diese Roadshow aufgewendet wurden, für 10 Informationstage, die waren schon, denke ich, ziemlich umfangreich. Damit muss es dann quasi auch eine Organisation schaffen, sowas nach Best Effort umzusetzen. Durch die gute Zusammenarbeit mit den Open-Air-Verantwortlichen, denke ich, ist es jetzt in einen guten Start gekommen. Die Fachinformationsmanager, die immer wieder noch ein bisschen argumentieren müssen und teilweise auch das Gefühl, das kann ich gut verstehen, bekommen so, ich fange da immer wieder mit an und die Wissenschaftler müssen fragen immer wieder, warum denn, warum muss ich das denn machen. Ich denke aber auch, dass es positive Effekte gibt. Erstmal natürlich ist das sehr wichtig, wenn Horizon 2020 das als Pflicht vorschreibt, dann müssen wir das machen, da gibt es keinen Drumherum. Also das ist schon ein sehr starkes Schwert, diese Compliance-Anforderungen jetzt der EU und da hat man so ein bisschen das Gefühl,
dass ja, jetzt müssen wir es machen, also geht's auch irgendwie. Und ich zeige Ihnen noch schnell zwei schöne Mehrwerte, die Veröffentlichungslisten, also vier weitere Metadatenfelder sind natürlich schön, da kann man sowas mitmachen, also das ist aus der Publika jetzt eine Liste zum EU-Projekt Electrograph und man sieht, welche Publikationen da jetzt schon gelaufen sind und nachgewiesen sind und die grünen Knöpfe teilen halt auch immer sofort mit optisch, ob das mit und ohne Volltext ist, also Open Access oder nicht. Oder andere Sicht, aus Sicht eines Institutes, an welchen EU-Projekten haben wir teilgenommen, welche Veröffentlichungen sind bei uns zum Thema EU-Projekten gelaufen. Und das ist natürlich sehr wertvoll für Dokumentation, aber auch für zukünftige Antragstellungen. Dann hat man das einfach immer tagesaktuell auf einen Klick und kann da also einiges mitmachen. Letzte Folie, meine Zwischenbilanz. Die verbesserte Kooperation, denke ich, ist eine gute Zwischenbilanz. Also einfach die Leute aktiviert und mobilisiert zu haben, was hoffentlich dann auch nachhaltig dazu führt, dass Wissenschaftler auch nochmal jetzt einen neuen Ansatz haben, sich mit Publikationsformen, mit Open Access auch zu beschäftigen, auch zu sehen, ach, meine Organisation hat da ja auch was und kümmert sich auch und dann stellt man halt auch mal eine Frage und klar, die zukünftige Compliance für weitere Fördergeber. Ich denke aber auch, dass die Fachinformationsmanager in den Bibliotheken auch eine Chance bekommen, durch dieses Involviertsein in Projekte und das Projektgeschäft auch nochmal ihre Services und ihre sonstigen Angebote besser zu platzieren. Also Thema Fachinformationsrecherche, Patentrecherche und die gleichen anderen Sachen, die die traditionell ja auch schon anbieten. Ja, als allerletztes noch, die ganze Aktion hat jetzt dazu geführt, dass wir aktuell 247 im Rahmen von EU-Projekten, also FP7 entstandenen Publikationen nachweisen und 108 Volltexte verfügbar gemacht haben. So. Wenn Sie Fragen haben, mein Team, der Klaus Spieker, die Tina Klages und die Aline Leiter stehen gerne zur Verfügung. Wir wären auch gerne bereit, die Materialien, Checklisten oder dergleichen zur Verfügung zu stellen oder mit anderen, wenn Sie so eine Aktion auch planen, uns mit Ihnen auszutauschen und einfach mal Erfahrungen auszutauschen, wie das so, wie andere Organisationen das so sehen. Dann wäre ich, glaube ich, relativ knapp, aber zeitig fertig geworden. Dankeschön. Herzlichen Dank, Ulrike, für den interessanten Vortrag. Wir haben Zeit für eine Frage, würde ich sagen, wenn es eine geben sollte. Ganz hinten, ja, die Kollegin aus Göttingen. Mein Name ist Astrid Ort von der SUB Göttingen. Ich möchte mit Astrid Janke vorstellen, weiß ich nicht, ob ich Ihnen noch bekannt vorkomme, aus der Braunhofer Gesellschaft. Ich verstehe Sie nicht. Geht es? Meine Frage knüpft gleich an Ihren letzten Satz an. Wenn Sie Materialien wie Checklisten zur Verfügung stellen, würden Sie auch das Trainingsmaterial zur Verfügung stellen, das wir für unser Projekt COSTA gerne europaweit sammeln, wenn Sie speziell auf die 2020 Anforderungen da eingehen. Ja, ich habe gestern Ihren Vortrag gehört und auch darüber nachgedacht, ob da irgendetwas nachführen muss. Ja, die anderen können wir gerne mal drüber nachdenken. Klar. Mhm.